Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns jetzt anschauen, wie wir die Formel, die wir im letzten Video hergeleitet haben, auf ein konkretes Beispiel anwenden können. Dazu solltest du wissen, wie die Formel zur Berechnung des Rotationsvolumens einer Funktion ausschaut. Das Ziel dieses Videos ist es, dass wir das Rotationsvolumen einer Funktion, welche um die x-Achse rotiert, berechnen können und das Rotationsvolumen einer Funktion, welche um die y-Achse rotiert, berechnen können. Fangen wir an. In diesem Fenster schauen wir jetzt nochmal kurz die Formel zur Berechnung des Volumens eines Rotationskörpers an. Also, haben wir eine Funktion f von x, die im Intervall ab um die x-Achse rotiert. So lautet das Volumen des dabei entstehenden Rotationskörpers. Vx ist gleich pi mal den Integral von a nach b von f von x zum Quadrat dx. Lassen wir jetzt die Funktion aber um die y-Achse rotieren, so brauchen wir eine neue Funktion g von y. Die erhalten wir ganz einfach, indem wir die Funktion f von x auf x ist gleich umformen. Und lassen wir jetzt diese Funktion im Intervall cd um die y-Achse rotieren, dann so lautet das Volumen des Rotationskörpers. Vy ist gleich pi mal den Integral von c nach d, gy zum Quadrat dy. Schauen wir uns das jetzt anhand eines Beispiels an. Also, wir haben eine Parabel mit der Funktionsgleichung y ist gleich 3 Viertel mal x zum Quadrat, die im Intervall 0, 2 um die x-Achse rotiert. Jetzt eine Aufgabe an dich, versuche es selber zu lösen. Pausiere dazu bitte das Video. Okay, also, zunächst müssen wir die Funktionsgleichung quadrieren. Das heißt, wir nehmen y zum Quadrat und das ist gleich, in Klammer, 3 Viertel mal x zum Quadrat, das Ganze zum Quadrat, und das ist gleich 9 Sechzehntel mal x hoch 4. Setzen wir jetzt einfach in die Formel ein, dann erhalten wir, vx ist gleich pi mal den Integral von 0 bis 2 von 9 Sechzehntel mal x hoch 4 dx, und das ist gleich pi mal 9 Sechzehntel mal x hoch 5 durch 5 in den Grenzen 0 und 2. Setzen wir jetzt die Grenzen ein, so erhalten wir 11,30 etc. Okay, gehen wir weiter. Wir haben wieder die Parabel gegeben, und zwar mit y ist gleich 3 Viertel mal x zum Quadrat. Jetzt rotiert sie aber im Intervall 0, 3 um die y-Achse, nicht mehr um die x-Achse. Jetzt Aufgabe an dich, versuche selber dieses Beispiel zu lösen. Pausiere dazu bitte wieder das Video. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Wir brauchen also x zum Quadrat ist gleich. Das heißt, wir formen dieses y ist gleich 3 Viertel mal x zum Quadrat um, und zwar auf x zum Quadrat ist gleich 4 Drittel mal y. Das können wir jetzt einsetzen, und zwar ganz normal in die Formel, und wir erhalten vy ist gleich pi mal den Integral von 0 bis 3 und 4 Drittel y dy. Integrieren wir das, erhalten wir pi mal 4 Drittel mal y zum Quadrat halbe und die Grenzen 0 und 3. Setzen wir jetzt die Grenzen ein, erhalten wir 18,84 etc. Und damit sind wir auch schon fertig.